Danke für die Einladung. Wo sind wir und was sehen wir eigentlich? Wir sind jetzt in Flauerlingau, an der Ortsgrenze zu Pulling. Mhm. Da wo der Personal Shop diesen Prachtbau hernimmt, wird im Dorf Jägerdauer genannt. Die Firma Personal Shop verkauft Kleidungsstücke, Accessoires und solche Sachen. Produziert wird da eigentlich nichts? Gar nichts wird da produziert, das ist eine reine Umschlagshalle. Mhm. Es wird mit Seekontainer angeliefert und auf andere Kleintransporte umgebracht. Da gibt es dann 19 LKW-Anschlussstellen an die Halle und die müssen dann irgendwie auf die Autobahn kommen. Der nächste Autobahnanschluss ist Delz West oder Inzing-Zirl. Das heißt, die müssen durch die ganzen Dörfer durchfahren. Du wohnst da? Was ist aus deiner Sicht das Problem? Also was eignet dir da eigentlich? Sehr, sehr schönes Bild haben wir da. Nicht die Aussicht. Ja, aber die Probleme kommen erst im Sommer, wenn es Hochwasser ist. Sie haben da ca. 3 bis 10 Meter Bodenverdichtung durchgeführt und dadurch verschiebt sich die ganze Grundwassersituation. Der Bürgermeister hat uns versprochen, bei der Vorstellung dieses Projekts 15 LKW am Tag. Bei der Bauverhandlung waren es schon 64 LKWs pro Tag. Das sind 128 Transporte, also bis zu 128 Transporte. Und wenn man sich ausrechnet, 70.000 Palettenstellplätze bzw. 75.000 Palettenstellplätze und der LKW hat 34 Palettenstellplätze, kann man sich ausrechnen, dass diese 60 LKW pro Tag nicht ausreichen werden. Schlussendlich werden es dann irgendwo zwischen 150 und 200 pro Tag sein. Das heißt, dann alle 10 bis 15 Minuten fährt der LKW durch die Dörfer. Uns ist versprochen worden, es gibt 130.000 Euro Kommunalsteuer mehr. Wenn man sich ausrechnet, bei den Arbeitsplätzen, die er da anbietet, ca. 100 bis 200, ist das ein Bruttomittellohn von ca. 5.000 Euro. Ich kenne keinen Lagerarbeiter, der 5.000 Euro brutto verdient. Jetzt haben wir in Hatting, da geht es runter Richtung Autobahnzufahrt. Und da haben wir das Problem, dass da eine 3,40 Meter hohe Unterführung ist. Also da kommen große LKW, mit Sattel-LKW, wie sie das Personalshop benötigt, kommen da nicht mehr durch. Das heißt, er muss da weiterfahren, Richtung Inzing, Richtung Oschau. Jetzt haben wir in Inzing auf der großen Kreuzung, vor dem Gasthaus Stollhofer und der alten Krone. Und hier werden sich die LKW alle treffen, die in Richtung Osten bzw. zurück zum Personalshop fahren. Danke. Alles klar? Danke.